Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario Kart 8. Und heute ist es soweit, wir betreten die 150 Kubikzentimeter Cups. Bislang alles auf 3 Sterne. So, und jetzt wird's interessant. Ich nehme den Shy Guy. So. Okay. Und ab ins Mario Kart Stadion. Jetzt wird's fluffig interessant. Jetzt bin ich gespannt. Die heiße Phase beginnt. Ich bin jetzt wird mein Rennehrgeiz gepackt. Und ich werde wahrscheinlich jetzt nicht komplett immer Erster werden. Aber den Sieg möchte ich haben. Den Sieg! Darum geht's mir. Mit Shy Guy heute. Ich hoffe, er schafft's. Okay, los geht's. Wir setzen uns gleich mal an Position 2. Und werden Erster. So. Der ploppt da hin und Alter, und zerstört mir meinen grünen Panzer. Das ist mies. Miese Kiste, ganz miese Kiste. So. Aber wir sind Erster. Und das ist das, was zählt. Das ist das, was ich erreichen möchte. Zack. Okay. Und wieder in den Schwerkraftmodus. Bislang läuft's ja ganz gut. Kommt eine rote, die wehre ich aber ab. Sehr schön. Gut gemacht, Shy Guy. Und da hat er gleich wieder eine Banane. Das heißt, wir können schön gepflegt durchfahren. Hoffe ich. Und Shy Guy ist relativ, ist, glaube ich, ein leichter Charakter. Deswegen ist der Mini-Turbo auch so stark. So. Und rum. Zack. Okay. Wow. Und letzte Kurve. Wir können es ablegen. Und Erster. Sehr schöner Start in die 150 Kubikzentimeter Cups. Und Iggy und Metal Mario sind hinter uns. Allgemein Rosalina, Rosa Gold, Peach, Wendy ist irgendwie sehr, ich weiß, es ist irgendwie ein lustiges Fahrerfeld. Ein Yoshi fehlt, ein Bowser fehlt, so die immer so ein bisschen dabei sind. Aber okay. So, Mario Kart Stadion hat ja schon mal gut funktioniert. Was sind neu aufgesetzt da mit dem Bildskön? Ja, ich frage mich, wo die das alle hinbauen. So viel Fläche haben die doch gar nicht mehr. Oder reißen die alten ab und bauen da irgendwelche neuen Sachen hin? Hm, wer weiß. So. In dem Wasserpark. So. Okay. Gebt das Zeichen, Lucky Two. Und Start! So, ich werde jetzt schon mal vorher sagen, weil das ja gerade so gut läuft. Oh, geil. Am Anfang. Ich krieg am Anfang die Soundbox. Okay. Au, au, au. So, habe ich mir ihn getroffen eigentlich? wie gesagt, ich werde schon am Anfang sagen, falls es Parts oder Momente gibt, wo ich nicht viel sage, wo ich mich vielleicht ein bisschen konzentrieren muss, dann bitte ich das zu entschuldigen jetzt schon mal, weil jetzt, wie gesagt, wird es ja sozusagen spannend. Zack. Okay. Runde 2 und wir beenden als Erster, wollte ich gerade sagen, als der Blitz einschlug. So, aber ich werde mir mal die 3 Münzen da unter Nagel reißen. Jawohl. Und mir das Ding wieder hinten dran klemmen. Zack. Ich frage mich, wie sie das mit den Luftblasen gemacht haben. Das wäre cool. Stellt euch mal so ein Freizeitbad vor.
wo es so gewisse Teilabschnitte einfach so, man geht ins Wasser rein und dann kann man anfangen zu schwimmen. Das wäre doch super. Einfach irgendwie Badehose an und man geht raus ins Trockene irgendwie. Und wenn man aber reinkommt, ist man unter Wasser und kann losschwimmen. Das wäre doch super. Würde ich lieben, so ein Freizeitbad. Wobei ich auch dieses Freizeitbad hier oder Wasserpark liebe. Ja, aber hier so eine Kulla und dann kann man da rein und... Ach, das ist ja eigentlich keine Kulla. Wir fahren ja eigentlich auf dem Kopf. Na, okay. Ah, egal. Die Idee wäre trotzdem nett. So. Zack. Bob. Und zwei... Achso, ich wollte zweiter. Zweiter? Ernsthaft? So. Läuft ja. Aber es sind ja auch noch die leichten Strecken. Heieieiei. So. Es sind ja tatsächlich noch die leichten Strecken. Und der zuckersüße Canyon. Den fahre ich mittlerweile auch ganz gerne. Piep. Ah, und es scheint tatsächlich die Strecke von Peach zu sein. Denke ich jetzt zumindest einfach mal. Metal Mario, was machst denn du hier? Hau ab! Hau ab, habe ich gesagt! Ich habe gesagt, du sollst abhauen! Warum hörst du nicht auf mich? Boah, das ist der... Alter, habt ihr das gesehen? Metal Mario ist ja eine fiese Sau. Das ist ja ein kleiner fieser Stinker. Jetzt geht's los hier, oder was? Jetzt kommen die... okay, alles klar. Jetzt kommen die Skillshots hier. So. Iggy, hau ab. So, ja, nicht dich mag, aber... Du bist voll doof. So gerne ich dich mag, aber du bist voll doof. Und da kommt sie an. Da kommt sie an und wir haben geblockt. Sehr schön. Okay, kann ich dann jetzt endlich mal hier in Ruhe vorne fahren? Ja, sehr gut. Aber das war krass. Koopa hier mit der grünen ballert er uns hier einen ab, ey. Ja, nun Arsch offen. Den Po offen. So, Entschuldigung. Zack. Ich frag mich ja, ob das hier als asphaltiert zählt, weil dann hätten wir ja mit den Slickreifen recht gut. Tschau. Zack, zack. Vorbei an den Eishörnchen und... Ich fahre übrigens am liebsten hier die rosa Strecke. Ich finde die ein bisschen angenehmer. Aber wahrscheinlich, weil ich auch Linkskurven mehr mag als Rechtskurven. So komisch das klingt. Deswegen habe ich auch immer so Probleme mit Spiegel. Weil dann einfach mal das so andersrum ist, wie ich mir das eigentlich angewöhnt habe. Aber ja. Gott. Wow, der war aber nicht weit weg. Wer ist denn da hinter uns? Metal Mario. Ah, ja. Er hat der kleine Stinker, ne? Da müssen wir aufpassen. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Zumal aus Metall ist, aber ja. Habe ich übrigens auch mal ausprobiert. Metal Mario ist nicht so meins. Muss ich sagen, aber... Tja, die Steinblockorien sind auf jeden Fall meins. Bob, wumps. Und da werde ich mal gucken, ob ich das schaffe, da in der Mitte durchzufahren. So, los geht's. Alter, Iggy. Das war nicht so clever von uns, aber egal. Zack. Nein. Okay, gut. So. Zack. Ja, ich glaube, das wird sich aber gleich rächen, dass wir hier nicht, dass wir auf dem ersten sind. So. Zack. Und Abflug. Ja, da kommt schon
Aber war anscheinend nicht für uns. Okay. Das ist ja schön. So, jetzt werde ich mal schauen, ob das machbar ist. Nee. Ich muss tatsächlich noch eine Runde außen lang. Okay. Schade. Hätte ich gern gemacht, da durchfliegen. Aber wenn sie mich nicht lassen, ja dann nicht. Da ist 150 wahrscheinlich zu schnell für. Yay! Alles da, hat geklappt. Ich habe ein bisschen Schiss vor diesem Sprung. Aber der hat ja gut hingehauen. So, letzte Runde. Ich werde tatsächlich, glaube ich, unten lang fahren. Ja, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, sehr gut. Und durch. Yay. Hat hingehauen. Super. Nein, 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 nein. Oh, komm, die eine. Jawohl. Ach, oh, wie ich diese Stachis hasse. So, wir kriegen Münzen geschenkt vom Spiel. Das ist schön. Und zack. Yeah! Den ersten der Cups mit 60 Punkten. Und somit 3 Sternen. Fabulös gemacht. Und Iggy sichert sich Platz 2. Das ist schön, weil Metal Mario ist ein kleiner Stinky. So, ist natürlich jetzt das, das Ding, ja, dass die Parts kürzer werden, weil man schneller fährt durch die Cups. Aber das lässt sie ja leider nicht verhindern. Ist vielleicht auch nicht ganz so schlecht. So hat man die interessanten Sachen dann. So. Und mal sehen, ob wir was für 150 kriegen. Aber ich glaube, ich habe jetzt so ziemlich viel freigespielt. Ich wüsste nicht, was da noch kommen sollte. Nee, kommt nichts mehr. Alles klar. Dann, liebe Leute, verabschiede ich mich von heute und sage vielen Dank fürs Angucken. Falls euch das Let's Play gefällt, dann Daumen hoch, kommentieren, abonnieren und das Video teilen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu Mario Kart 8 und dem nächsten 150 Kubikzentimeter Cup. Ich, ja, werde jetzt erstmal noch ein bisschen fahren und dann sehen wir uns gleich wieder oder morgen, je nachdem. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao!